Kinderpornografie ist ein schreckliches, ja unvorstellbares Verbrechen. Und diese Schandtaten werden jetzt zum Wahlkampfgegenstand der CDU. Angeführt von unserer Familienministerin Ursula von der Leyen, die Familienpolitik wirtschaftlich sieht. Sondern sie ist vielmehr eine Voraussetzung selber für Wachstum und für Wohlstand. Das heißt, die Frage, wie wir aus der Krise rauskommen werden, wird maßgeblich davon auch beeinflusst, wie wir familienpolitisch handeln. Unser Report stellt anhand von Szenariorechnungen dar, dass durch eine verbesserte Vereinbarkeit jährlich fiskalische Effekte von bis zu 70 Milliarden Euro realisiert werden können. Ich hoffe, dass die flapsige Internetsperre der CDU nicht von fiskalischen Rechnungen überschattet ist, denn kein einziges Kind wird mit einem virtuellen Stoppschild aus den Fängen dieser Verbrecher befreit. Finanzielle Einbußen sind für die Verbrechersyndikate bestimmt nicht zu erwarten. Denn bekannterweise sind die geldbringenden Vertriebswege außerhalb des Internets. Ursula von der Leyen schaltet also nur die Voyeure ab. Die Männer hinter den Internetsperren und hinter den Kameras und vor den Kameras interessieren unsere feinen Politiker überhaupt nicht. Jeder Terrorist, der ein Drohvideo ins Internet stellt, ist sofort ausfindig gemacht und meist namentlich bekannt. Bei Kinderpornografie funktioniert das nicht. Ursula von der Leyen lässt nur die Jalousien herunter. Das ist moralisch verwerflich in meinen Augen, wenn nicht gar Strafvereidigung. Welche Motivation treibt diese Partei zu solchen Scheinmaßnahmen an? Wahlkampf? Oder wird nur ein Basisgesetz benötigt, das später Zensur noch einfacher legalisiert? Wozu wurde noch einmal das Bankgeheimnis aufgehoben? Ach ja, zur Verfolgung von illegalen Geldströmen. Aber daran ist die CDU und auch unsere Regierung absolut gescheitert. Sie kam nur bis zu den Kreditkartenkunden, die Kinderpornografie herunterluden. Die Empfängerkonten blieben im Dunkeln.